Altstadt, Benedikt Schmidt begrüße ich herzlich mit der Frage, geht's wirklich nur um Snowden, Prism und Co. oder haben wir noch mehr Aspekte, über die wir reden sollten? Also eigentlich erstmal schönen guten Tag. Grüße Sie. Relativ einfach. Erstens, die schieren Datenmengen, die sind immer besser auswertbar. Die werden mit neuen Rechenzentren der NSA, die werden immer lesbarer, die werden immer besser verknüpft, korreliert, nennt man das in dieser Big Data-Geschichte. Da kommt zum Schluss sowas wie die Schufa raus, zu 98% ist das jetzt ein Terrorist und da müssen wir eingreifen und wir können irgendwas vorab verhindern. Was mir eigentlich nur wichtig ist, die Leute, die sollen keine Angst haben vor Technik, die sollen sich bitte, bitte schlau machen und sich wehren gegen diesen Überwachungsstaat, der jetzt multinational auch schon hier angebrochen ist. Also da redet man nicht mehr über die Zukunft, sondern der ist heute schon da. Nicht verarschen lassen. Terrorismus ist kein Grund, die ganze Bevölkerung unter Überwachung zu stellen. Und man kann sich wehren damit. Prism-break.org, da gibt es eine deutsche Variante. Man steigt um auf andere Betriebssysteme, man verschlüsselt seine Kommunikation und dann haben die ganz, ganz viel Aufwand, diese Geheimdienste. Und wir haben vielleicht wenigstens die Chance noch auf einen demokratischen Staat in ein paar Jahren. Also das heißt, Ihr Ansatzpunkt, nicht nur nach der Politik rufen, selbst was tun. Das fängt wahrscheinlich bei Facebook an und hört bei der E-Mail auf. Facebook, kein Thema. Wenn ich öffentlich was reinstellen will, kein Thema. Wenn ich private Unterhaltung drauf führe, dann liest die Welt mit. Das einfach nur merken. Sagt Benedikt Schmidt. Und wir wollen gleich weitermachen bei dem Punkt. Christian Habermüller ist IT.